Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Weil Weib sein Fetzt. Ich habe was im Auge, aber sonst geht's ganz gut. Mittwoch ist, gell, Wiesenhammer, gell, also nicht, dass es mich interessiert, aber andere Leute gehen gern für unfassbar viel Geld auf die Wiesen. Wir bleiben daheim, wir schauen lieber hier ins Glas. Du weißt schon, da sind eure Fragen drin. Jetzt müssten es über, ja, es sind eigentlich, weil noch ein paar dazugekommen sind, müssten es immer noch über 90 sein. Ich nehme dieses da mit Konfetti zurzeit, ziehe ich immer Konfetti, gell. Aber was sagt der Gerhard Polt immer so schön, gell? Ein einziges Konfetti kann eine Bombenstimmung auslösen. Ja, so ist es bei uns auch. Es ist der Wahnsinn. Ich habe was Gutes. Ladies, es ist für die Ladies, aber Burschen, bleibt dran. Weil ich verspreche euch, das Mysterium Frau wird in 5 Minuten schon ein bisschen leichter für euch zu verstehen sein. Ein bisschen, gell? Das ist so ein Weltprojekt von mir. Die Frage der Woche. How to get my cycle back on track. Wie kann ich also als Frau meinen Menstruationszyklus wieder mehr synchronisieren, dass der einfach geschmeidiger läuft? 5 Minuten habe ich Zeit. Oh Baby, I push the button. Hört ihr da auch immer diesen Song von diesen Sugar Babes? Ist wurscht. Push the button. Egal. Ich verliere mich. Ich bin heute extrem gut gelaunt. Du merkst es schon. Wie kannst du jetzt als Weib, als Frau deinen Menstruationszyklus wieder ein bisschen balancieren? Also das Erste ist natürlich, was ist jetzt dieser Menstruationszyklus? Das ist gerechnet von Tag 1. Tag 1 ist deine Blutung bis zum letzten Tag vor deiner nächsten Blutung. Das ist ein Menstruationszyklus. Und wer mich länger kennt, weiß, dass die Schmidthammerin mitunter deswegen, weil Weib sein Fetz gegründet hat, weil ich so eine Riesenfreundin bin von dem weiblichen Zyklus und wie wir den eben für uns nutzen können, damit wir uns eben nicht dauernd überfordert fühlen und damit wir eben uns besser verstehen, unsere Körper besser verstehen und einfach mal aufhören mit diesem grausamen Selbstzerfleischen, was wir Mädels gerne mal leider mit uns selber machen. Deswegen Zykluskurs buchen von der Schmidthammer. Der nächste online ist, glaube ich, im November. Da schaust hier unten, da steht das alles drin. So, warum ist es jetzt so wichtig, dass du einen ausgeglichenen Zyklus hast? Zum einen hilft es dir, besser schlafen. Es hilft dir, ausgeglichener zu sein. Es hilft dir, dich besser zu verstehen. Und es hilft dir auch, deinen Körper in verschiedenen Situationen viel besser einschätzen zu können. Und wie kannst du das jetzt machen? Viele Frauen, die zu mir kommen, haben zum Beispiel Stress mit PMS. PMS ist dieses prämenstruelle Syndrom. Und darunter versteht man, ich glaube, über 200, es war eine affenartige Zahl, über 200 verschiedene Symptome vom PMS. Das kann also mit der Stimmung zu tun haben. Es kann aber auch eben sich in fiesen Krämpfen, in Kopfweh, in Schwindel, in Übelkeit, manche Frauen müssen sich sogar übergeben vor lauter PMS, münden. Und das wollen wir nicht. Tatsächlich kannst du mit einfachen Tipps und Tricks deine PMS lindern und aber natürlich auch den kompletten Zyklus so harmonisieren, dass es dir viel besser geht. Der erste Tipp der Stunde wäre Ernährung. Also, um den Zyklus ein bisschen zu stabilisieren, gibt es eben verschiedene Arten und Weisen an Nährstoffen und an Nahrung, die du in den jeweiligen 4 Zyklusphasen brauchst. Zum Beispiel vor deiner Blutung, vor deiner Periode ist es cool, wenn du stärkendes, wärmendes Essen nimmst. Also zum Beispiel Eintöpfe, Kartoffeln, rote Rüben, Dinge, die dir Kraft geben, die deinen Körper von innen wärmen, weil das Bluten ist anstrengend. Rindfleisch aus wirklich guter ökologischer Haltung ist auch was, was uns Frauen sehr oft wirklich diese Kraft gibt und dann auch dafür sorgt, wenn du das eher isst, dann musst du oftmals weniger dieses berühmte Junkfood essen, auf was wir dann sehr oft Lust haben, weil im Endeffekt schreit der Körper verzweifelt um bestimmte Nährstoffe und das endet dann manchmal mit dem Kopf in der Chipstüten oder ellenbogentief in der Schublade. Du weißt, wie es ist. Gell? Also I've been there, I've done it, I know the thing. So, also erste Sache Ernährung. Zweite Sache, die dir helfen kann, deinen Zyklus wieder zurück auf die Spur zu bringen, ist, orientiere dich ein bisschen an dem Mond. Das klingt jetzt sehr sphärisch, ist es auch, wenn man ehrlich ist, aber tatsächlich hilft es ganz oft, um deinen Schlaf und deinen Zyklus zu regulieren, in Dunkelheit zu schlafen. Also mach alle Schalter aus, mach den Fernseher aus, mach dein Handy aus, mach dein WLAN aus, mach die Rouladen runter. Rouladen? Ja. Ich denke an Rindsrouladen, das ist schlecht, jetzt habt ihr mich getriggert. So, also mach die Jalousien runter, dass du wirklich in Dunkelheit schläfst. Bis auf, und jetzt kommt's, bis auf die 2-3 Tage
rund um den Vollmond. Da schau, dass du wirklich mit den Jalousien nach oben im Mondlicht schlafen kannst. Es ist fantastisch zu hören, wie viel das mit euch macht. Also mein zweiter Tipp ist, watch the moon. Und der dritte Tipp ist, hab dich auf dem Schirm. Hab dich auf dem Schirm. Komm am besten tatsächlich in meinen Zykluskurs, weil da habe ich 2,5 Stunden Zeit, dir dieses absolute Herzensthema nahezubringen und wirklich am eigenen Körper zu erleben, was das mit dir macht, wenn du deinen Zyklus mit diesen verschiedenen Phasen und verschiedenen Energien auf dem Schirm hast. Und Burschen, falls ihr noch kein Weihnachtsgeburtstags-, Jahrestags-, Namenstagsgeschenk oder einfach mal unter der Woche Geschenk für eure Süße habt, schreibt es mir, weil das ist wirklich ein absoluter Augenöffner und diese 2,5 Stunden versprochen, die wirken ein ganzes Leben lang. Also, dritter Tipp, hab dich selber auf dem Schirm. Beobachte dich. Wie fühlst du dich wann innerhalb deines Zyklus? Notier dir das vielleicht auch in 2, 3 Worten. Heute war ich grantig, besonders lustvoll. Heute hatte ich Bock auf, keine Ahnung. Schreib dir das auf. Du wirst wirklich so viel erkennen an Zusammenhängen, wie dein Leben, dein Alltag, dein Kaffeekonsum, dein Schlafkonsum, deinen Zyklus zum Beispiel beeinflussen kann. Also in diesem Sinne, das war schon wieder, gell? Unglaublich. Weil Weibsein fetzt, du kennst dich aus, jetzt tust du noch schön abonnieren, schön dieses Video teilen, gell? Und allen Mädels und Burschen davon erzählen, dass es die Schmidthammer gibt und dass es da einen Zykluskurs gibt. 2,5 Stunden lachen, entspannen und 1000 Aha-Momente. In diesem Sinne, du kennst dich eh aus. Bis nächsten Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dann. Pfiat.